Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Sky Block 3. Ja, ich habe mich ein wenig notfalls mit Zeit wegen auseinandergesetzt, habe aber festgestellt, also dass ich, um Zeit richtig zu lernen, eine Mammutaufgabe, wir wollen ja wegen weiterkommen. Also habe ich mir jetzt gedacht, ich prügel mal jetzt ein bisschen Zeit durch. Und gebe auch ganz offiziell zu, war mal bei Basepin, hab da mal geguckt, da gibt es nämlich schöne Tutorials, die man hier so einpflegen kann. Und habe sozusagen jetzt bis Level 15 alles schon mal hoch, gepusht. Das Wichtigste ist eigentlich Psy Metal Infusion. Da kriegt man dann sozusagen den Trick Infusion. Der ist jetzt gleich wichtig. Ist auch einfach ganz, ganz einfach, den dann anzuwenden. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hin, mache Trick Infusion, klick mit einer Note drauf. Die habe ich jetzt hier schon drin. Die heißt bei mir ist Psy Ingot. Und normalerweise, wenn jetzt nichts falsch läuft, ne, wir nehmen jetzt mal 10 Stück. Und ich nehme jetzt den da und ich schaue, ob auch Psy Ingot aus ist. Und jawohl, zack. Ich habe meine Psy Metal Ingots. So, wenn jetzt man hingehen will und sagt, okay, ich möchte jetzt die nächste Stufe machen, also die Stufe, die Stufe 15, das Greater Infusion, das braucht man jetzt dann sozusagen, um den Gem zu kriegen, dann sagt er einem, dass dieser Zauberstab zu schwach ist. Dafür haben wir jetzt uns ein paar Psy Metal gemacht. Und das heißt, wir brauchen jetzt mal einen davon. Bin ich mal gespannt, ob ich genügend habe. Aber es dürfte eigentlich kein Problem sein, die zu machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin. War das jetzt so und so? Nein, so und so. Jawohl. So, ich habe einen Psy Metal Rod Frame. Wie gesagt, man muss aufpassen. Er mag nicht zwei Zauberstäbe gleichzeitig. So, den lege ich jetzt aber schon mal hier rein. So, dann wollen wir natürlich auch wieder haben, weil da bediene ich mich jetzt ganz ehrlich und einfach. Ja, das habe ich abgeschlossen. Den machen wir jetzt auch größer, aber wir gehen jetzt mal hier wieder zu den Spells rein. Ich brauche einen Humble, ich brauche einen Mana, ich brauche einen Glowing. So, das heißt jetzt, dann schauen wir mal. Da haben wir schon Gems drin. Das heißt, ich brauche jetzt Gold und Glowstone. Zweimal Glowstone, zweimal Gold. Was brauche ich noch? Und ein Metal. So, das war jetzt, glaube ich, so. So. Und du warst hier. Nein. Okay, schön. Andersrum. So, jetzt habe ich einen Bright Rocks, schon nächste Stufe. Komplexität, also wir haben momentan 80, 250, 16, 4, okay. So, dann habe ich jetzt dann hier, brauche ich 3, 2, 1, okay. Das heißt, du. Ich dreimal, dann das da, dann das da, dann das da. Dann habe ich einen Medium Rod Notch. Den schmeißen wir auch gleich rein. So, und zu guter Letzt blieb mir noch der Glowing. Das ist dann der hier. Da brauche ich nochmal 2 Gold. Und den in der Mitte. Und jetzt habe ich einen Sparking. Den packen wir auch noch rein. Und jetzt haben wir hier ein bisschen was drin. Und jetzt nehme ich mir den raus, schmeiß den hier da rein, nimm meine Notes raus. Und dann hätte ich gesagt, packen wir diesen Zauberstab mal hier rein. Und die restlichen Ingots schmeißen wir auch hier rein. So, und dann hoffen wir mal, dass der Zauberstab jetzt stark genug ist. Wir haben auf jeden Fall jetzt mehr Platz. So, und wir brauchen ja jetzt... Ah, okay.
Den darf ich nicht in der Hand haben. Ich brauche jetzt Greater Infusion. So, und jetzt müsste eigentlich, wenn ich jetzt den da auf Gem stelle und ich hier nochmal nachgucke, Gem ist Diamant. Habe ich keine, was? Ich habe keine Diamanten mehr? Echt jetzt? Ups. Dann habe ich ein bisschen zu viel Diamanten. Das ist ja ein Schock. Habe ich hinten noch welche? 11 Stück. Nicht viel. Schmeiß mal rein. Cool, auf jeden Fall 10 Stück. Also die sich dann umwandeln. Glaub mal, da drin steht einer. Komm, noch mal 11. Dann kommst du hier rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es geht. Ob ich es verstanden habe oder nicht. Oder nicht. Aber wir gehen jetzt einfach hin. Spell Debug. Wir holen uns einen weiteren dazu. Der heißt momentan noch Explode, aber gleich nicht mehr. So, jetzt habe ich mir das von Pastebin reingeholt. Aber Trick Greater Infusion. Ah, okay. Dann klicken wir drauf. Steht jetzt Debug drauf. Greater Infusion. Klicken wir nochmal drauf, weil ich möchte auch wissen, was ich tue. So. Vom Namen her. Sonst nicht. Bin ich ganz ehrlich. So. Level up. Wir sind jetzt Level 16. Sehr schön. Also, um das zu machen, steht da irgendwas dort. Ah, braucht man Greater Infusion und den Diamanten. Alles klar. So, dann nehme ich jetzt den da. Und ich klicke drauf. Und hurra, hurra. Wir haben die Zygems. So, heißt jetzt aber auch für mich, ich muss erstens mal den Schlüssel daraus machen. Der irritiert mich momentan. Die Pistons lasse ich jetzt auch mal da. Und ich brauche aus der Abteilung... Oh Gott, ich habe da auch fast nichts mehr. Die kann man nicht brennen, oder? Dass man die gleich zu Stein brennt. Das wäre zu schön gewesen. So. 5. Komm. 6, 7. Rennen wir mal schnell zum Mechanismus und hauen die mal schnell durch, weil ich sehe denn doch gar nicht zwei Stacks da durchmachen. Nicht crushen, ich will sie brennen. Dann können wir schnell mal laufen lassen. Und dann sind wir von der Quest her. Ah, okay. Da habe ich jetzt dann das jeweilige... Was brauche ich denn für ein Psy-Metal Sword? Komm, die Sachen gehen wir aus. Bis dahin ist der fertig. Weiß, dass ich dann noch einen größeren Zauberstab dann irgendwann noch brauche. Aber ich brauche noch einen Lock. Das kann doch nicht sein, oder? Und ein Gold. Okay, dann machen wir das mal so. Und ich habe ein Psy-Metal Sword. Wenigstens schon mal den ersten Teil. Könnte jetzt sein, dass dieses Schwert
mir dann, wenn ich jetzt da ein paar Münsterchen erledige und da kommt so ein Geist raus, dass ich, wenn ich den dann damit sozusagen klein mache, dass ich da dann das kriege, um an die nächsten Sachen anzukommen, und zwar an das hier. So, aber wir schauen jetzt erstmal beim Questbook nach. Und zwar The Power of Stars. Ich brauche 32, ja, und ich brauche Ektoplasmen. Das wegen der Schwere. Ich wollte zum Mecker. So, zack. Schauen wir mal, ob wir genügend jetzt gemacht haben, dass ich. Nein. 5, 6, 7. Komm, genau. Flieg mit. Fly with me. Durchbraten. Heißt es dann für mich, ich werde jetzt erstmal mit dem Schwert dann die Viecher bearbeiten und hoffen, dass halt dann da ein kleiner Geist rauskommt. Glaube ich, kann das Ding jetzt auch verzaubern, ne? Genau, ich kann drei. Ich kann drei reinmachen. Ob es jetzt natürlich auch Spells gibt, dass man diese Soul Bounce oder diese ja, Geisterchen dann kriegt. Das weiß ich nicht. Das muss ich noch erforschen. So. Aber man könnte es halt dann drauf, ich glaube, Heat oder was weiß ich. Man kann auf jeden Fall viel Blödsinn damit machen. Aber ich behandle momentan ein wenig sei so stiefmütterlich. Wenn wir dann mal Richtung ja, Endgame dann ein bisschen Zeit haben, hätte ich gesagt, ne, da können wir uns dann mal dann schön ausgelassen drum kümmern. Ich tue ich mal da oben hin. Beziehungsweise mal da rein. Dann brauche ich dich. Dann machen wir mal hier den Laden voll. Dann habe ich. Dann hat der alles mitgenommen. Perfekt. Dann heißt es jetzt. Wir können hier klicken. 32 Stück haben wir. Kann ich dich auch gleich durchjagen. So, wie viel haben wir gesagt? Brauchen wir 32. Gut. Lass mit die mal durchjagen. Gott, hab ich viel Diamanten verballert. So. Geht der schon mal platt? Ich weiß halt, hat, glaube ich, immer eine kleine Chance, dass dieses Teil dann halt da ist. Und ich glaube, ich kann mit dem Schwert dann den komplett ja, platt machen. Aber das müssen wir ausfinden. Das ist halt irgendwann mal passiert.
wenn ich es dann auch wirklich erlebt habe. Dann werde ich euch davon auf jeden Fall berichten. So, 32. Und das wäre jetzt ein Schwachsinn, wenn ich jetzt 32 mache. Machen wir mal 9 Stück weg. Und die 9 Stück tun wir gleich mal hier rein. So, wir schmeißen die hin. Nehmen die. Wandeln sie um. Nehmen das und sagen Detect. So, und dann haben wir das da schon mal soweit erledigt. Okay, Anti-Money Ingot. Anti-Money Ingot. Was brauche ich, um Anti-Money Ingot zu machen? Ich brauche dafür Embers. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt dann nochmal um Embers kümmern. Das wird auch sehr spannend. Embers, ja, nee, Embers ist eigentlich ein Technologie-Mod und kein Zauber-Mod. Genau. Das da eventuell noch mal herstellen. Also das wird auf jeden Fall auch sehr spannend jetzt. Vor allem, ich muss mir jetzt mal überlegen, wo ich das Zeug hinmache. Weil Mechanism wächst auf jeden Fall noch. Ich hätte jetzt dann hier einen kleinen Bereich. Ich bin mir halt nur nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt so eine Infusion, die ist etwas größer. Schaut eigentlich dann doch fast aus wie Zauber. Ist egal. Aber die könnte man eventuell mal versuchen, dahin zu setzen, wo ich gerade ein bisschen Platz habe. Haben wir noch was drin? Jawohl. So, und wie weit gehst du? Genau, du bist dann sozusagen der da. Okay. Das schon mal einigermaßen sauber weg. Kisten noch einstecken, jawohl. Ja, genau, jetzt nicht mehr. Also, dann schmeißen wir mal hier die Steine rein. Und ich gehe gleich mal hin und brenne noch ein paar Steinchen durch. Ich nehme mir mal gleich einen Kompress mit. Geht schneller. Mein Inventar nicht so voll. Bis ich jetzt das da mache. Jetzt ist es voll. Na, die schon mal durchbrennen. Ich könnte mir eigentlich hier mal auch eine Kiste hinmachen, dass ich bis ich AE habe. Nur, wie weit bin ich von AE weg? Das müssen wir erstmal gucken. Okay, ich brauche dafür die zwei. Die brauche ich ja sowieso und die zwei. Ah, dauert dann doch schon noch ein Stück. Bauen wir mal schnell auf. Bei. Ihr habt es gesehen, ich muss auf jeden Fall demnächst noch genügend Diamanten machen. Da weiß ich jetzt, was ich dann demnächst aufmache. Steine produzieren. Und Diamanten. Okay. So, dann als allererstes, ich habe noch den Diamond Hammer.
solange das keine Half-Slabs sind, kann ich die damit weghauen. So, dann haben wir das. Und das. Und nein, ich nehme mir mal schnell das da mit. Weil ich muss noch mal schnell zu Botania. Weil wir haben ja beim, ich habe beim letzten Mal gesagt, bei Botania wollen wir uns ein wenig drum kümmern, dass wir das Elfentor umbauen und umstellen. Bin auch gerade momentan dabei, hier den kompletten Bereich neu einzurichten. So, genau, ich gehe jetzt dann nämlich hier entlang. Dann habe ich hier nämlich jetzt meine ganz normalen. Schauen wir mal schnell rein. Ich glaube, die sind. Da ist Purple drin. Habe ich meine ganzen Steinblöcke schon verballert? Die hier? Wie es aussieht. Keine mehr. Schauen wir mal schnell hinten. Habe ich noch hinten eine Kiste? Genau, das seht ihr jetzt nochmal hier. Schon, also so wird es dann insgesamt ausschauen. Hab dann hier meine Fältchen. Hab dann auch jetzt die Drawer noch sozusagen die Jabba-Fässer zu Drawern ausgetauscht. Vor allem da, wo es meiner Meinung nach Sinn macht. Weil ich möchte dann in Zukunft, dass dann hier die Blöcke rausgezogen werden. Ich hoffe, dass das auch so einfach funktioniert, wie es sich jetzt gerade im Kopf hat. Und das dann auch. Und das soll ja alles hinten sauber einsortiert werden. Ja? Und darum auch kompakt. Hier kommt dann, genau, Agricraft. Ich werde jetzt dann, glaube ich, dann doch nochmal in Agricraft gehen. Und hier habe ich jetzt sozusagen das, was jetzt alles hier in der Kiste war. Das wird jetzt hier in der Wand entstehen. Dass ich alles auf einen Blick habe. Dass ich weiß, welchen Seed habe ich, welchen Seed habe ich angepflanzt. Die müssten eigentlich alle jetzt angepflanzt sein. Aktuellster Stand. Und dann sind wir auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Seite. Ich möchte auf jeden Fall, habe ich nämlich für mich festgestellt, ich weiß jetzt nicht, wie gut das diese Torch ist. Moment, Torch. Und zwar die Mega-Torch. Weil ich sehe es leider hier nicht. Kann irgendwo bei Torchmaster hinterlegt sein. Und das Ding müssen wir auch noch bauen. Da werden wir uns auch noch gleich um kümmern. Ja, gibt ein bisschen was zu tun. Das ist einfach nur ein Quarz. Ja, das ist super. Schauen wir mal, ob da irgendwo was steht. Megatorch. 32 Blöcke. Spawnt da nicht drumrum. Das ist nicht schlecht. Dann werde ich nämlich eine Megatorch in dem Bereich aufstellen, wo die hier stehen. Das heißt, dann kann mir das nämlich egal sein, dass ich hier keine Fackeln hinstelle. Aber es spawnt mir trotzdem nichts. Das ist jetzt dann. Das müssen wir auch noch machen. Ja, ich merke gerade, die Minuten werden für das, was ich alles vorhabe, immer weniger. Habe ich jetzt hier noch ein paar, genau, da wollte ich doch haben. Dann haben wir hier Lila. Dann wollen wir hier entlang gehen. Hier entlang. Und dann habe ich dann meinen zweiten Bereich, der wo wichtig ist, da drüben. Weil hier habe ich jetzt die kleinen Sachen, also sozusagen hier ist jetzt der Runik-Altar.
Und dass die Brewery, die wohl vorher noch da gestanden sind. Und hier drüben kommt jetzt dann sozusagen der Rest hin, den wir jetzt mal noch aufbauen. So, dann machen wir das mal so und wir gehen hier rein und das ist extra gewollt, dass es nicht gleich ist wie der da, wie der Weg. Denn ich möchte da drüben dann doch ein bisschen noch den Rahmen haben, dass die Felder halt auch ordentlich eingerahmt sind. Und ich kann dieses Feld nach oben auf jeden Fall nochmal erweitern. Also die machen momentan, sind die da viertelt voll, wenn die laufen. Wenn die alle an sind. Und wie gesagt, wenn wir jetzt dann gleich diese ganzen Teile da drüben haben, dann interessant. So, ich bin gerade noch beim Überlegen. Also, ich habe die Dinger, glaube ich, gar nicht hingeschmissen. Hab ich die wieder hinter in die Kiste? Habe ich. So, dann mache ich dich mal an. Dann mache ich dich mal an. Ich brauche nämlich noch Alfglas. Ich habe Mana-Glas, habe ich noch ein bisschen. Dann habe ich meinen Zauberstab da. Denn ich möchte diese besseren Basengs nochmal bauen. So, wir hauen es durch. Dankeschön. Wir machen die hier aber auch gleich aus. So. Könnte jetzt sein, dass ich das gleich bereue, dass ich es gleich wieder ausgemacht habe. Aber das war, glaube ich, dann der Beef Rest, was ich dafür brauche. Genau, dann habe ich das, den Beef Rest Block. Und dafür brauche ich dann Shimrock, genau. Also, ich brauche auf jeden Fall schon mal 10 Stück. Nein, ich brauche 15 Stück davon. Mach mal, nein, machen wir gleich 20. Machen wir 25, komm. Dann haben wir alle Becken so gemacht. Kommst du da rein, dann kommst du hier rein. So, dann habe ich jetzt da drüben, was habe ich gesagt, 25. Davon brauche ich dann auch welche. Kommst du dahin und ich habe das Shimrock. Und das muss ich jetzt so anmachen und ich habe nochmal 5 dieser Becken. Sehr schön. So, dann heißt es jetzt für mich, ich muss jetzt mal schnell. Ich und mal schnell. Zwei Sachen, die absolut zusammenpassen. Ah, habe ich sogar noch einstecken. Das heißt, du kommst daher und du kommst daher. Dann muss ich dich jetzt wegmachen. Dann muss ich jetzt da draufklicken. Nein, die Sparks waren richtig. Dann muss ich jetzt erstmal die Sparks wegmachen. Brauche ich die dominanten Dinge? Die sind hier. Weil ich möchte jetzt nicht das Zeug verlieren und es gibt eine bessere Möglichkeit, die zu machen als zack. Haben die schnell ausgemacht, weil ich möchte einfach nur, dass diese zwei Becken schnell entleert werden. Ach Mist, jetzt hat er die da hinten auch mit entleert. Das ist natürlich jetzt nicht gerade gut gelaufen, aber ich habe noch eins. Zack und zack.
Dann hoffen wir mal, dass es reicht, dass er den jetzt leer macht. Habe leider auch momentan keine Speichermöglichkeit. Der ist leer. Der ist leer. Sehr gut. So, dann habe ich jetzt gleich meine besseren Mana-Becken. Ich glaube es zumindest. Jetzt werden wir es auch gleich sozusagen wissenschaftlich feststellen durch einen Versuch. Die hätte ich gar nicht abreißen brauchen, aber wir tun es den da dahin und dich dahin. Und du wirst dominant. Beim alten war es ja so, ein Becken ist das Ding voll gewesen. Ist einfach nur lustig bunt. Oder ist da auch mehr drin? Es schaut einfach aus, als wäre das nur lustig bunt. Aber ist egal. Dann haben wir lustige Bunde. Dann haben wir schon mal hier das sauber. Okay, dann hätte ich gesagt, ich will hier auf jeden Fall auch so einen Rand. Und dann möchte ich hier auch haben den Altar. Und der Altar wird gespeist. Also davon brauche ich zwei. Es macht keinen Sinn, nur eins davon zu machen. Komm, ich baue mir noch mal ein.